Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und im heutigen Video habe ich mal wieder einen richtig krassen Glitch für euch. Und zwar, wie ihr den Lifeguard Blazer mit einer Vollkaskoversicherung euch in die Garage stellen könnt. Normalerweise könnt ihr euch den ja einfach so in die Garage stellen, aber ihr könnt damit nicht nach Los Santos Custom fahren, um eine Versicherung draufzuhauen. Und so, wenn andere Online-Spieler den dann kaputt gemacht haben, war der dann einfach weg. Dieser Glitch funktioniert auf der PlayStation 4, Xbox One und auch auf dem PC. Und ihr braucht jetzt erstmal so einen Blazer. Ich zeige euch gerade auch schon im Hintergrund, wo Dell immer spawnt, und das ist im Vormittagsbereich an diesem Strand. So Leute, als nächstes müsst ihr den Out of the Radar Glitch machen, den vom Money Glitch, beziehungsweise euer Freund muss den machen, denn der muss euch bei dem Glitch helfen. Und wenn der Out of the Radar ist, ihr könnt das Ganze im Money Glitch Video gucken, wie das Ganze funktioniert, begebt ihr euch mit dem Lifeguard Blazer zu eurer Garage und fahrt den in eure Garage rein. Seid ihr jetzt in eurer Garage angekommen, dann fahrt ihr einfach irgendein x-beliebiges Fahrzeug von euch nach draußen und stellt das einfach irgendwo in einer Ecke ab, dass euer Kumpel dann hingehen kann und die ganze Zeit an der Fahrertüre Dreieck spammen kann, um in das Auto einzusteigen. Ihr geht jetzt aber dann hin und stellt den Fahrzeugzugang auf niemand. Das heißt, euer Kumpel greift dann immer an die Fahrzeugtüre und kann aber nicht einsteigen, hält aber so das Auto auf jeden Fall draußen. Ihr müsst aber auch keine Angst haben, dass ihr das Auto oder so verliert. Dieses Auto wird absolut nichts passieren, das ist halt nur dafür da, um diesen Glitch zu machen. So, jetzt lauft ihr wieder zu Fuß in eure Garage rein, und in der Garage angekommen, fahrt ihr jetzt mit dem Blazer einfach nach draußen. Und wenn ihr jetzt draußen angekommen seid, stellt ihr den Blazer einfach draußen ab und steigt wieder von dem Blazer ab und geht wieder zu Fuß in eure Garage rein. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr in der Garage ein Auto habt, welches ihr opfern wollt. Ich empfehle euch den Karim Rostigen Rebell, den könnt ihr für $3000 auf southsanandreassupercars.com kaufen, ist das billigste Auto im Spiel. Dieses Fahrzeug hat nämlich eine Vollkaskoversicherung, da ihr wie gesagt das Auto im Internet gekauft habt. So, ihr steigt in dieses Auto ein und fahrt damit nach draußen. Und wenn ihr jetzt draußen angekommen seid, dann fahrt ihr das Auto einfach so ein Stück an die Seite, steigt aus dem Rebel aus und geht wieder zu dem Blazer hin. Und auf diesem Blazer könnt ihr jetzt einsteigen, beziehungsweise in diesem Blazer könnt ihr jetzt einsteigen, weil euer Kumpel immer noch an dem Auto, was wir vorhin rausgefahren haben, die ganze Zeit die Dreiecktaste spammt. So, ihr fahrt den Blazer jetzt einfach in die Garage rein, und der Blazer befindet sich dann jetzt in der Garage an der Stelle, wo zuvor der Karim Rostige Rebell gestanden hat. Dieser Blazer, den ihr jetzt in die Garage reingefahren habt, dieser hat auf jeden Fall eine Vollkaskoversicherung. Wir haben den Blazer nämlich jetzt einmal dupliziert. Die rechte Variante von dem Blazer hat keine Versicherung und die linke Variante schon. Diese, wo ich ja auch gerade hier im Hintergrund schon dran stehe. Ich zeige euch das Ganze jetzt hier auch noch einmal im Hintergrund. Ich werde den Blazer zerstören und ihr seht, dass ich den in der Versicherung wieder auslösen kann. So Leute, ich bin auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle einfach mal raus. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann geht jetzt mal hin und verprügelt so richtig den Like-Button für diesen krassen Glitch. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut da rein und ciao.